herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von 10 Minuten Theologie. Ich freue mich, dass ihr, Sie alle da sind. Heute möchte ich, anders als in meinen letzten Beiträgen, keine Argumentation vortragen. Deswegen bin ich gespannt, ob das funktioniert, sondern einen Text vorstellen, der mir in den letzten Jahren sehr ans Herz gewachsen ist. Insofern ist es heute eher so ein bisschen wie 10 Minuten Lyrik. Und zwar, das habt ihr wahrscheinlich im Titel gesehen, geht es mir um den Text Universale Liebe von Pierre Teilhard de Chardin. Der Text ist ungefähr 1916-17 entstanden. In Vorgesprächen habe ich gehört, unter KatholikInnen scheint mir Teilhard sehr viel bekannter zu sein als unter anderen Menschen. Also ich hatte mehrere Gespräche, wo Menschen gesagt haben, den kennt ja keiner, ist ja spannend. Pierre Teilhard de Chardin lebte von 1881 bis 1955 und war Jesuit und noch ganz viel anderes. Jesuit und Naturwissenschaftler, Paläontologe, Geologe und Anthropologe vor allem. Philosophie hat er auch noch studiert und noch ganz viele andere Dinge. In seinem Werk geht es durchgehend um eine Verbindung von naturwissenschaftlicher Evolutionstheorie und christlicher Heilsgeschichte. Mit seinem Denken geriet er in Konflikt mit den kirchlichen Autoritäten, wurde von seinem Orden auch zweimal verbannt, einmal nach China, einmal in die USA, und arbeitete vor allem dann als Geologe und Paläontologe, suchte vor allem nach Fossilien vom Anfang des Lebens auf der Erde bis hin zu menschlichen Fossilien, war tatsächlich auch an bedeutenden Entdeckungen menschlicher Fossilien beteiligt. Forschungsreisen führten ihn nach Burma, Äthiopien, Indien, Java, China, Südafrika sowie die Amerikas. Durchgehend verfasste er theologische Schriften, also bekannt ist er heute als Theologe, von denen aber die meisten nur behelfsmäßig vervielfältigt wurden und erst nach seinem Tod veröffentlicht werden durften. Im Folgenden geht es mir überhaupt nicht darum, ob Teilhards Theologie oder sein biologisch-theologisches Weltbild haltbar sind. Das wäre eine ganz andere Diskussion, die mache ich jetzt hier nicht auf. Der Text, die universale Liebe, umfasst 1,5 Seiten, ist ein ganz kurzer Text, gegliedert in 5 Absätze und ist eine sehr eigentümliche und, wie ich finde, faszinierende Mischung aus mystischem Gebet, Selbstverständigung und theologischen Thesen. Und diese drei Aspekte sind auch nicht immer klar voneinander abzugrenzen, die vermischt er in diesem Text. Also, der erste Absatz beginnt ganz klar als ein Gebet mit der Anrufung Gottes. Ich zitiere: Herr, du bist es, der du mit dem unmerklichen Stachel eines sinnenhaften Zaubers in mein Herz gedrungen bist, um mein Leben in dir verströmen zu lassen. Du bist herabgestiegen in mich, einen kleinen Splitter der Dinge benutzend, und dann hast du dich plötzlich vor meinen Augen als die universale Existenz entfaltet. Herr, lass mich dich unter dieser so nahen und so konkreten ersten Gestalt lange kosten, in allem, was belebt und allem, was eindringt und allem, was umhüllt, in dem Duft und dem Licht und der Liebe und dem Raum. Im ersten Teil dieses Absatzes finden sich, ja, wie ein Bekenntnis, einige Aspekte einer mystischen Gotteserfahrung. Ne, so Formulierungen wie: Du bist in mein Herz gedrungen, mein Leben in dir verströmen zu lassen, herabgestiegen in mich, du hast dich als die universale Existenz entfaltet. Solche Formulierungen. Wichtig ist dabei für Teilhard dieser sinnenhafte Zauber, mit dem Gott ins Herz des Betenden gedrungen sei. Diesem sinnenhaften Zauber, und das finde ich spannend, wird jetzt nicht etwa etwas theologisch Wertvolleres gegenübergestellt, das eine bessere Offenbarung böte als das Sinnliche, sondern das Sinnenhafte ist hier gerade der Ausgangspunkt der Entfaltung Gottes in der Erfahrung des Betenden. Gefolgt werden diese Formulierungen dann von der Bitte, wieder als Gebet, im Raum dieser konkreten sinnlichen Erfahrung lange kosten zu dürfen. Und nun wird der sinnliche Raum dieses Kostens auch noch ausgemalt. Was belebt, was eindringt, was umhüllt, Duft, Licht, Liebe, Raum. O weh, könnte man sagen, wo führt das bloß hin? Könnte man fragen, ne? Das klingt ja geradezu schwärmerisch. Da ist jemand auf Abwegen unterwegs und gibt all diesem Sinnlichen, Naturhaften viel zu viel Raum und verwechselt Sinnliches mit Göttlichem. Das war sicher auch Teil der kirchlichen Ablehnung. Diesen Einwand gibt es auch in meiner Wissenschaft der Philosophie, oder einen entsprechenden, äquivalenten Einwand, wenn über Wahrnehmung und Sinnlichkeit und ihre Rolle für die Erkenntnis nachgedacht wird. Sinnliche Wahrnehmung stand und steht im Verdacht, seit der griechischen Antike allzu täuschungsanfällig zu sein, und sie ist ja auch täuschbar. In einer langen Tradition, eben seit der Antike, wurde in der Philosophie überhaupt
und in der Theorie der Wahrnehmung das Aktive vor dem Passiven oder das Tun vor dem Lassen oder dem Zulassen privilegiert, sodass so etwas wie die Affektivität und das Affiziertwerden von etwas gar nicht behandelt oder als zweitrangig und nicht der Betrachtung wert abqualifiziert wurden. Und um so eine affektive, um so ein Affiziertwerden geht es auch hier in der Mystik Thiers. Und genau diesen Selbsteinwand, er macht ihn theologisch, man könnte ihn auch philosophisch reformulieren, genau diesen Selbsteinwand behandelt der zweite Absatz des Textes. Er changiert damit zwischen Selbstverständigung und Gebet, beziehungsweise ist der zweite Absatz eine Selbstverständigung des Betenden im Dialog mit dem göttlichen Du. Ich lese wieder, ich zitiere: Ich glaubte zu hören, Herr, dass unter deinen Dienern einige bedenklich werden, wenn sie ein Herz sehen, das zu sehr empfindet, ganz wie ihnen ein Geist gefährlich scheint, der zu viel denkt. Aber ich kann nicht glauben, dass diese Recht haben. Denn schließlich, Herr, mit welcher Substanz soll einer, der seine Seele dem Ruf des immanenten Göttlichen verschließt, die Methoden nähren, durch die er sein Gebet unterstützen will? Zitat Ende. Immer noch also im dialogischen Gebet, er wendet sich an das göttliche Du, wird von Gott gleichsam die Zustimmung abgerungen, dass es nicht richtig wäre, das sinnliche Affiziertwerden abzuwerten. Der Ruf des immanenten Göttlichen ergeht gerade aus den Erfahrungen in der Welt, da wir schließlich als in der Welt lebende Wesen keine anderen Erfahrungen machen können. Es geht hier also darum, die Seele zu öffnen für das Affiziertwerden durch das immanente Göttliche und auf diese Weise eine Methode zu nähren, das Gebet zu unterstützen, also den Kontakt zu Gott. Und damit ist der Text auf der Ebene der theologischen Abhandlung angekommen, die in den weiteren Absätzen dann vordergründig ist. Und so changiert das weiter. Der dritte Absatz komprimiert die zugrunde liegende Überzeugung in einem Satz, Zitat: Wie es nur eine einzige Materie gibt, die geschaffen wurde, das zunehmende Wachstum des Bewusstseins im Kosmos zu tragen, so gibt es auch nur ein Grundgefühl, das Fundament jeglicher Mystik, nämlich die der menschlichen Person eingeborene Liebe, die sich auf das ganze Universum erstreckt. Zitat Ende. Hier wird zum einen klar ausgesprochen, dass es dem Text um mystische Gotteserfahrung zu tun ist, und zum anderen die titelgebende universale Liebe als Grundgefühl benannt, die jegliche Mystik erst ermögliche. Diese Liebe, die sich aufs ganze Universum erstrecke, sei jeder menschlichen Person grundsätzlich von Geburt an mitgegeben. Thiers geht also hier von einer menschlichen Grundbedingung aus, die entweder verschüttet und verschlossen oder aber geweitet, ausgeweitet und kultiviert werden kann. In einem weiteren Schritt führt der vierte Absatz nochmal darauf, dass es auch hier Vorbehalte und Kritik geben kann oder Vorsichtsmaßnahmen zu bedenken sind. Ich zitiere wieder: Wie jede natürliche Kraft ist auch diese Leidenschaft in ihrer Entwicklung dem Stillstand, der Verkehrung, dem Irrgang ausgesetzt. Sie kann in eitle Poesie verdunsten, sich in naturalistische Mystik verirren, in einen heidnischen Pantheismus degenerieren. Trotzdem bleibt bestehen, dass sie allein aufquellend und uranfänglich ist im menschlichen Herzen. Zitat Ende. Bestimmt ist Thiers oft so verstanden worden, wie er es in diesem zweiten Selbsteinwand aufnimmt. Die Leidenschaft zum Affiziertwerden kann zum Beispiel anfangen, sich selbst zu genügen. Dann kann man bequem werden und sagen, ach ja, fühlt sich so gut an, dabei bleibe ich jetzt. Oder sie kann in eitle Poesie verdunsten, dass man sozusagen bloß noch nach schönen Formulierungen für eine Erfahrung sucht und gar nicht an dieser Erfahrung dranbleibt. Oder sie kann sich in naturalistische Mystik verirren und in einen heidnischen Pantheismus degenerieren. Das ist dann natürlich für die kodifizierte Theologie besonders schlimm, dass ich nicht mehr Gott in der Natur zu erfahren suche, sondern die Natur selbst und einzelne Naturwesen vergöttere. Aber so wie der Umstand, dass Bremsen manchmal versagen, nicht dazu führt, dass in Autos keine Bremsen mehr eingebaut werden, sind für Thiers diese Möglichkeiten des Fehlschlags kein Grund, diese sinnliche Leidenschaft als etwas Uranfängliches und ursprünglich uns Menschen als Geschöpfen mitgegebenes grundsätzlich zu disqualifizieren. Aber es gilt für ihn, dieses sinnliche Affizierungspotenzial gerade um der ersehnten Gotteserfahrung wegen zu kultivieren. Und genau das erklärt dann schließlich der fünfte und letzte Absatz. Zitat: Wenn deshalb jemand Gottes wegen in sich das Gebäude einer sublimen Liebe errichten will, muss er vor allem seine Sinne verfeinern. Durch den klugen und doch eifrigen Umgang mit den ergreifendsten Realitäten muss er in sich sorgfältig das Gefühl, die Schau, den Geschmack der Allgegenwart nähren, die alle Dinge in der Natur umschimmert. Zitat Ende.
Hier wird immer noch im Duktus der theologischen Abhandlung zusammengeführt, was Teilhard zufolge gerade nicht als Gegensatz behandelt werden sollte, die Sinne und der kluge Umgang mit den Realitäten, das Schimmern der Dinge, wie das hier genannt wird, und die genaue Sorgfalt der Betrachtung, die Dinge der Natur und die göttliche Allgegenwart, wie er das fasst. Im allerletzten Satz wird dann der Text von der theologischen Abhandlung wieder zum Gebet, in dem die vorgestellten Thesen von der Erfahrbarkeit des Göttlichen in der materiellen, sinnlichen und wissenschaftlich fassbaren Welt zusammengenommen in der zweiten Person dann wieder ans göttliche Du gerichtet werden. Zitat, und das ist dann das Ende des Textes: Unter diesem einzigen greifbaren Stoff erscheinst du uns, entzückst uns und offenbarst uns nach und nach die Wunder deines Daseins unter uns. Zitat Ende. Ja, an diesem Text berührt mich immer wieder einmal diese Freude an Fülle, die da ist. Teilhard hat in seinem Leben eben auch darum gerungen, als Theologe und oder als gläubiger Mensch und Wissenschaftler tätig sein zu können und wie man das zusammenkriegt. Also diese Freude auch an wissenschaftlicher Erkenntnissuche und quasi so eine Erlaubniserteilung, also wie er mit Gott ringt und sich die Erlaubnis erteilen lassen möchte. Das war also Anfang des 20. Jahrhunderts, wo es durchaus noch nicht klar war, kann ich sozusagen mich um Erkenntnis des Göttlichen kümmern und gleichzeitig tief in Evolutionstheorie einsteigen. Und eben diese mystische Erfahrung, um die es hier geht, und die Rolle von Affektivität und affiziert werden. Also ich denke, dieser kurze Text kann wirklich in Form einer Lectio Divina immer wieder gelesen werden. Der gehört für mich zu jenen großen Texten, in denen bei jedem Lesen etwas Neues drinsteht. Vielen Dank. Okay.